Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Wiederaufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Surviving the Aftermath. Es ist mal wieder knappe Nahrungszeit. Wir haben knappe Nahrung. Die Frage ist, wie schlimm das jetzt für uns wird. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Nahrungslieferung, die auf dem Weg zu uns ist. Aber momentan sieht es so aus, als ob uns die Nahrung ausgeht. Nahrung geht zu Ende, hat das Spiel gerade eben festgestellt. Cool. Wir haben mal wieder ein Tumult im Lager. Oh, das ist neu, das kennen wir noch gar nicht. Unebener Boden. Du hörst gedämpfte Hilferufe aus einem Zelt und rennst hinein, statt eines Kolonisten. Noch, das hatten wir, glaube ich, schon mal am Anfang, oder? Oder hatte ich es mit meinem Playtest? Ich kenne es auf jeden Fall doch. Statt eines Kolonisten triffst du nur ein riesiges Loch mitten am Boden. Anscheinend wurde das Zelt über ein kleines Erdloch errichtet, das nachgab und einen der Bewohner verschluckte. Mit Hilfe einer provisorischen Leiter sollte der Kolonist ohne Verletzung hinausklettern können. Ja, bitteschön. Für Zufriedenheit. Yay, Leute, jubilieren. Nein. Ohne Witz, nein. Ich nehme keine Leute mehr auf. Nicht solange ich hier die Nahrungsmittelsituation nicht im Start habe. Also, noch arbeiten hier unsere Felder dagegen an. Wir machen hier noch mehr davon. Dann... was, das Ding wächst schnell, aber hat einen niedrigen Ertrag. Machen wir auch mal noch mal ein Karottenfeld. Machen wir noch mal ein Karottenfeld. Einfach, dass Dinge schnell wachsen, wisst ihr. Wir haben genug Bevölkerung. So. Ja, dauert noch ein bisschen, bis die ankommt. Weil die kleine Emo-Dame ja leider nicht schnell genug ist. Die Last der Welt liegt so schwer auf ihr, dass sie kaum vorankommt. Und besiegt. Hier gibt es ja auch noch drei Felder. Wahnsinn. Und wieder nur Medic-Zeug. Entschuldigung, aber es ätzt mich langsam an. Guckt euch doch mal um. Wir finden einfach keine Beton. Felder. Hier sind keine Beton. Vielleicht unter irgendeinem von den Teilen da, aber es liegt hier einfach kein Beton rum. Und das ist das, was mich gerade eben einfach so anätzt. Halt einfach nur schade. So, du hast jetzt hier auch gewonnen. Vielleicht gibt es hier mal wieder Beton. Ich wette nicht. Und? Schrauben? Ah, nee, Antibiotika. Aber 8. Puh, okay. Wo uns das Spiel auch noch nicht verraten hat, was jetzt genau der Unterschied zwischen Medikamenten, Antibiotika und... Was war das dritte nochmal? Ich weiß es nicht. Also das Spiel hat uns einfach noch nicht verraten, was jetzt der große Unterschied ist, ne, zwischen diesen verschiedenen Arten. Ja, du rennst auch erstmal wieder zurück. Wir haben wieder alle abgefrühstückt. So, hier starb wieder jemand an einer Infektion. Viele Leute sind irgendwie verstrahlt. Hier fehlen jetzt noch 7 Beton. Ich lasse es einfach schnell laufen. Ich kann gerade eben eh nichts machen. Ich muss jetzt warten, bis die Nahrung hier hoffentlich wieder angebaut wird. Also, beziehungsweise die Nahrungsmittelsituation jetzt irgendwie sich ausgleicht. Es wird immer wieder Nahrung produziert, ne? Aber die ist auch noch wieder ganz, ganz schnell wieder weg. Unsere Gesamtbevölkerung sinkt gerade eben wieder netto. Ging es halt gerade eben nicht fertig, irgendetwas hier zu produzieren. Was schade ist, so, du schaffst es erst, nächste Runde anzukommen. Um den Hunger zu lindern, den sie alle verspüren. Ach komm, wir vorbeilaufen. Boah, der besiegt die. Der besiegt die. Junge, Elvis, du bist hier mal ein taffer Kerl. Ja, kann sie das hier kurz plündern. Oh Gott, braucht sie lange. Und verletzt sich dabei.
Was kannst du eigentlich, Mädel? Entschuldigung. Entschuldigung. Aber der Witz musste sein. Sie kann kämpfen, ich weiß. Hier gibt es noch mehr Forschung. Es gibt deutlich mehr Forschung, als man in diesem Spiel braucht. Ja komm, lauf. Mhm. Ja, und vor allem bist du verletzt, deswegen schicke ich dich jetzt wieder nach Hause. Auch verletzt, hat aber kaum was dabei. Problem ist, was will ich ihr denn jetzt hier bitte schön noch einsammeln lassen? Das sind alles Dinge, die zu gefährlich sind. Ich könnte jetzt das hier angreifen. Aber das schafft die niemals. Lass es nicht mal ausprobieren. Nee, die verletzt sich dabei nur, seht ihr? Die hat einen viel zu geringen Angriffswert. Brauchen wir nicht versuchen mit ihr. Schade. Wieder bei 2 Nahrung, wieder bei 0. Das hier, endlich wird die Radarstation gebaut. Die wird gebaut. Im Grunde eigentlich, Leute, müssen wir die anderen Sachen, also wir könnten die anderen Sachen bauen, aber wir müssen sie eigentlich nicht unbedingt bauen. Wenn wir es hinkriegen, ja, aber nicht gezwungenermaßen. Cool, Beeren für Metall. Nein, ich gebe doch, sag mal, bist du bescheuert, ich gebe doch nicht 25 Metalle her. Auch nicht, wenn ich verhungere, das wertvolle Eisen. Am Ende sterben wir an Eisenmangel. Können wir doch nicht machen. So blanker Irrsinn. Inzwischen sind so viele Leute, die wuseln alle rum. Ne? Oh, jetzt ist dieses Ding hier aktiv. Es ist halt einfach an. Und sonst tut's nichts. Okay. Arbeitszone festlegen. Jetzt machen wir wieder Minusenergie. Das muss man im Auge behalten. Inzwischen haben die Leute wieder echt hart Hunger. Aber wir beheben diesen Hunger hoffentlich jetzt einigermaßen durch ihre Lieferung. Immerhin durfte es wieder ein paar Nahrungsmittel geben. Und das andere Zeug muss halt erstmal noch erwachsen. Und ich hoffe, dass die Leute dann einfach genügend Karotten mampfen. Wenn die dann endlich fertig sind. Ja, komm, hol dir das noch. Nee, das lasse ich sie machen. So, du scoutest das da jetzt noch. Wieder nur eine Festung. Und was ist das hier noch? Wieder nur Klamotten. Okay, ich scanne nochmal. Also jetzt glaube ich hier im zentralen und südlichen Bereich haben wir jetzt wirklich alles aufgeklärt. Es gibt also jetzt wirklich nur noch im Norden diesen kleinen Bereich, wo wir gerade eben schon Elvis hinschicken. Das ist keine Insel, auch nicht. Ne, das ist wirklich der letzte Kram hier. Das da oben. 2 Gebiete nehme ich mal an. Ja, du sammelst jetzt wirklich weiter. Und weiter geht's. Nom 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 nom. Boah, wie hungrig die Leute alle sind. Ist echt krass. Immer wieder auf Geschwindigkeit 2 runter. Ich hoffe einfach, dass es jetzt trotzdem hinhaut jetzt hier. Ich meine, es wird momentan noch... Es wird ja schon teilweise geerntet, ne? Also Essen... Es wird überall geerntet. Teilweise. Hier wird noch angebaut, hier wird angebaut, hier wird angepflanzt. Angepflanzt, angepflanzt. Also es wird schon geerntet an 2-3 Stellen. Wenn nicht sogar an 4. Ein bisschen Geduld müssen die Leute einfach haben. Es ist gerade eben bloß so krass halt nach wie vor, ne? Wir machen angeblich eine Produktion von 1455. Aber einen Verbrauch von 126 und trotzdem scheint das System nicht zu stimmen. Also, das
das ist etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das System scheint einfach nicht erfassen zu können, wie viel Nahrung du wirklich produzierst. Also irgendwie pro Zeit. Also, da sollte einfach dran stehen, wie viel Nahrung machst du pro Tag im Schnitt. Das sollte dran stehen. Das wäre wichtig für den Spieler, dass er abschätzen kann. Dann kommt da auch nicht diese Hungersnot, ne? So über den Daumen gepeilt hat, einfach pro Tag, wie viel Nahrung ist es? Und dann sind es halt nicht die 1500, die jetzt hier dran stehen. So. Du gehst nach wie vor auch zurück. Du gehst zurück. Du musst echt um sie außen rum gehen, die mögen sie anscheinend nicht. Ja, du kannst da unten gleich noch Zeug holen. Du holst jetzt noch die letzten Medikamente raus. Ja, hol mir die letzten Klamotten, komm. Mal auch wieder 6er Verteidigung. Dinge, die keinen Spaß machen. Go. Er ist auch wieder am Start. Ja, was mache ich mit ihm? Er ist noch gut im Plündern. Kämpfen gar nicht. Also schicke ich ihn schon mal ein bisschen weiter nach Norden. Und wir warten wieder. Gerät jetzt die Nahrungsmittelsituation weiterhin irgendwie in den Griff oder weiterhin außer Kontrolle? Das Ding ist voll übrigens hier mit 300. Ich brauche mehr Nahrungsmöglichkeiten. Hier gibt es noch mal ein bisschen Beeren. Ich muss ein weiteres Nahrungslager bauen, stelle ich gerade eben fest. Weiteres Lebensmittellager, entschuldigt bitte. Den Lapsus. Wo baue ich das denn hin? Kann hier tatsächlich noch eins hinbauen. Dann baue ich es da hin. Die zwei Beton, die haben wir. So, wie lange braucht ihr dafür? Nicht mehr allzu lange. Dann macht mal weiter. Wir haben wieder eine Kolonistenanfrage. Ja, geht auf die Jagd. Jawohl, 20 Wild. 20 Fleisch. Einfach mal so. Entschärft die Situation auch noch mal so ein bisschen. Nach wie vor gehen einfach jetzt ja auch die... Also ich glaube, es, was wir auch teilweise haben, sind natürliche Todesursachen. Also manche sterben natürlich an Hunger, das sehe ich gerade eben. Aber manche Leute sterben, glaube ich, auch echt an natürlichen Todesursachen. Also Alter und so, genauso wie die Leute älter werden. Ich meine, wir spielen jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Noch mehr Wasser übrigens speichern können. Die nächste Katastrophe um Wasser wird garantiert kommen. Den baue ich jetzt hier mal 3 Wassertürme nebeneinander, ohne Witz. So, achso, sie ist schon wieder als erstes am Start. Sie hat sich geheilt. Nee. Wir warten, bis die anderen auch soweit sind. Sind die anderen nicht soweit? Die anderen sind soweit. Okay, Elvis, dann guck mal da rein. Auch wenn er Vegas heißt, ist mir egal. Dann könnt ihr noch die Medikamente holen. Jip, du gehst da ein. Ich räume jetzt hier diese ganzen Banditenlager. Autsch. Demnächst hier drumherum aus. Wobei ich nicht mal weiß, ob wir das noch hinkriegen in dieser Folge. In dieser Staffel. Es kann gut sein, dass es jetzt hier schon die letzte Folge ist. Wir haben eigentlich jetzt so gut wie alles jetzt hier gemacht, ne? Es gibt einige Punkte, die man im Grunde sagen kann, die sind interessant. Das Spiel hat, wie gesagt, Potenzial. Das sage ich immer wieder und auch jetzt. Man muss einfach nur beobachten, was die Entwickler am Ende wirklich tun. Ob sie diese Features dann halt einbauen, dass man halt besser sehen kann, wie es mit der Nahrung aussieht. Manche der Kosten sind einfach absurd. Muss man einfach sagen.
da gibt es einige Baustellen noch. Apropos einige Baustellen. Eine weitere große Windturbine wäre, glaube ich, angebracht. Sogar tatsächlich hier unterbringen würde. Ich baue sie da hin. Da haben wir wieder 60 Nahrung. Wieder irgendetwas wurde abgebaut. Seht zu, dass ihr das hier schön weitermacht, Freunde. Ihr wollt ja nicht verhungern. Aber Essen ist auf jeden Fall da. Die Lagerhaltung könnte noch ein bisschen verbessert werden, dass die Sachen hier nicht einfach immer beim Dingens gelagert wird, sondern halt sinnvoll gelagert würde. Aber an und für sich hat das Spiel, wie gesagt, Potenzial. Unsere Kolonie, ich weiß nicht, ob sie stabil ist, aber sie funktioniert auf jeden Fall. Auf eine gewisse Art und Weise funktioniert sie. Keine Ahnung, was habe ich von denen jetzt etwas zu wenig? So, die sind jetzt hier wieder fertig alle. Nee, nicht alle fertig. Nur einer. Jetzt sind sie alle wieder fertig. Ich möchte, dass du läufst, Mädel. Die ist nächste Runde da. Bring noch mal ein paar warme Klamotten für alle mit. Du machst du noch weiter. Wo ist sie eigentlich? Genau, sie soll jetzt da schon mal hingehen. Ich glaube, sie könnte sogar eine Chance haben. Krass. Ja, die beiden haben es geschafft. Unsere zwei Schwächsten haben es geschafft, diese Banditen hier auseinanderzunehmen. Wäre halt cool, wenn man auch diese Banditen irgendwie, also wenn das nicht automatisch immer nur Banditen wären, sondern wenn noch eine moralische Entscheidung ins Spiel kommen würde, ne? Wenn es einfach Siedlungen wären, so, wo man sich aber sagt, quasi, wenn ich die plündere, reduziere ich zwar meinen Ruf und zerstöre mir einen Handelspartner, aber ich habe kurzzeitig eventuell die Möglichkeit, meine Nahrungsmittelprobleme oder meine generellen Versorgungsprobleme in den Griff zu bekommen. Das wäre auch eine sehr, sehr coole strategische Entscheidung. Dass es halt einfach teilweise Camps wären, mit denen man auch handeln könnte oder sie angreifen. Das fände ich persönlich sehr, sehr cool. So. Das ist jetzt endlich das letzte Gebiet, was wir scouten. Und auch hier ist nichts Besonderes. Also Zement, Fehlanzeige. Zement ist das seltenste auf diesem Planeten inzwischen geworden. Krass, ey. So, wieder schon wieder 100 Nahrung beinahe. Mal gucken, wie lange das anhält. Gut ist, das Mehl kann nicht direkt gegessen werden. Ah, das jetzt ist auch fertig. Mehl kann nicht direkt gegessen werden und das ist deswegen gut, weil daraus dann halt wiederum Brot gemacht wird. Und Brot ist halt äußerst effizient als Nahrungsmittel. Und das wirkt jetzt auf mich bis jetzt so. Da ist noch 6 drin. Ein paar Beeren können sie ruhig noch essen. So, also, was fehlt uns noch theoretisch? Ja, Kino. Ihr seht, es kostet auch einfach Energie. Hat aber sonst keinen weiteren Wert. Sorgt dafür, dass die Leute glücklicher werden. 6 Leute können aus irgendwas. Komischerweise, das ist das kleinste Kino, das es gibt. Können nur 6 Leute hier gleichzeitig hier was machen. Was haben wir da noch? Ja, fette Beute. Gibt nochmal Metall und Teile. Cool. Das ist eine der letzten Möglichkeiten, um überhaupt noch an Zeug ranzukommen. Genauso auch wie die Spielhalle. Da es verbraucht leider keine Materialien, also dauerhaft, sondern einfach nur einmalig. Sorgt dafür für einen saumäßigen Output, dass man halt auch noch die Leute glücklicher machen kann. Aber bis jetzt ist die Glücklichkeit noch nicht wirklich relevant. Ihr seht, netto machen wir eigentlich hier sehr, sehr viel Glücklichkeit. Gerade eben. Aber es hat keine Auswirkung. Und deswegen muss ich das Zeug auch momentan noch nicht bauen. Also bis jetzt sind diese Glücklichkeitsgebäude für mich einfach so noch die am wenigsten brauchbaren. Da kann mehr Tiefe rein, insbesondere im Bereich Bibliothek. Ich bin der Meinung, sollte man irgendwelche neuen Technologien vielleicht erforschen können. Also die Option auf neue Technologien bekommen. Dann wäre das aus meiner Sicht wirklich eine coole Sache. So momentan. Ah ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ne?
Geh du mal hier diese Brettertypen verhauen. Und du machst da mit. Und du kannst das auch noch mitmachen nächste Runde. Dann haben wir das nämlich ganz, ganz schnell gewuppt. Oh. Halt. Ja, es ist ein tatsächlich noch einmal da reingehen. Nee. Ansonsten ist es halt eher. Es ist auch teilweise schwer nachvollziehbar, warum man nur so wenig pro Dingens mitnehmen kann, ne? Bei manchen Sachen kannst du quasi ganze Stapel plündern und bei anderen, also wie jetzt hier zum Beispiel, da wäre es halt auch cool, was ich schon mal gesagt habe, wenn das eventuell von dem einzelnen Charakter abhängen würde, dass er da einen Schwerpunkt hat und das deswegen besser kann als andere und so, weil er halt ein Fachmann für, auf diesem Gebiet ist. Da ist noch sehr viel Potenzial drin und ich kann einfach nur hoffen, dass es von Paradox bzw. dem Entwickler, der das macht, noch umgesetzt wird. So, wir haben gar keinen Strom mehr auf Lager. Doch, wir haben noch Strom auf Lager. Warum ist denn das Ding aus? Hallo? Eigentlich darf momentan noch nichts ausfallen, ne? Die sollen einfach noch weiterarbeiten, bis das Ding jetzt hier vorbei ist. Und wir machen wieder plus Nahrung. Es ist halt schwer, die Balance zu finden, ne? Aber darüber haben wir schon hart diskutiert. So, wie viel Wasser sammeln wir jetzt? Schon 5700. Radioaktiver Niederschlag kommt. Oh mein Gott. Die Ernte könnte verderben. Oh Gott, das ist natürlich jetzt echt scheiße. Das ist echt scheiße. So, bringst du uns jetzt hier irgendwas? Ja, oh, wow, wow. Wir haben einen Tag. Oh Gott, echt jetzt. Einen Tag mehr und dafür habe ich so lange rumgeforscht. Uff, also ohne Witz. Ich möchte es noch wissen. Das machen wir noch in dieser Folge. Also bis jetzt nutzloseste Forschung aller Zeiten. Bis jetzt nutzloseste Forschung aller Zeiten. Weil für einen Tag mehr, ey, eine Woche vorher hätte ich gerne gehabt. Also ohne Witz, ob es 2 oder 3 Tage das vorher zu wissen, das gibt ja auch keine Reaktionszeit. Muss man einfach sagen. Gibt ja auch keine ausreichende Reaktionszeit, um darüber nachzudenken, ob ich jetzt etwas anderes jetzt zuerst machen will, weil in der Regel fehlt dir halt einfach komplett hier die Ressource. Oh Gott, die hat die einfach weggeklatscht. Ein Level-System für die wäre nach wie vor noch wünschenswert. Die Spezialisten, es wäre generell wünschenswert, dass die normalen Bevölkerung ein Level-System durchmachen würde. Dass auch Spezialisten aus der Bevölkerung rekrutiert oder ausgebildet werden könnten. Aber das habe ich alles schon mal gesagt. Ich fasse gerade eben nur noch einfach alles nochmal zusammen, an was ich mich gerade eben noch so erinnere. Ne? Also was wir halt einfach alles schon mal besprochen haben. So, was machst du nämlich mit dem da noch? Ja, wieder zurücklaufen. Ja. Gut. Dann sind wir hier schon wieder fertig. Da können wir schon wieder nichts mehr machen. Arbeitszone neu definieren. Im Grunde würde ich sagen, wir haben es jetzt auf eine einigermaßen stabile Siedlung gebracht. Auch wenn uns so Sachen wie Klamotten und Werkzeuge hardcore fehlen. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass Werkzeuge unglaublich viel. Auch ein Bär wurde erspäht. Ja, komm, dann knallt ihn ab. 25 wild. Dass man halt einfach diese Werkzeuge nicht dringend braucht. Sie sind einfach nur nice to have. Die Klamotten sind auch eher nice to have. Bis jetzt gibt es noch keinen Wintereinbruch. Zumindest ist mir noch keiner jetzt jemals begegnet. Weitere 15 sind erwachsen. Wir haben fast keine Kinder mehr. Krass. So, wie sieht's aus? Ja, du machst hier weiter. Und ihr seht, im Grunde ist es jetzt eigentlich immer nur noch ein Warten auf die nächste Plünderoption. Im Grunde, was jetzt hier stattfindet. Wir warten eigentlich nur noch aufs Plündern. Au. So, laufen schön drum rum. Was macht er jetzt noch? Greift die auch nochmal an. Haut denen so richtig eine rein. Und
du kommst dann halt auf jeden Fall demnächst an den Punkt. Also wir sind einfach schon kurz vor dem Punkt, wo man den letzten Rest aus dem Fass im Grunde raus zu kratzen versucht. Ne? Also das ist nicht mehr weit hin. Und dann kommst du automatisch an den Punkt, wo halt einfach GG ist und deine Leute dann einfach abkratzen. Aber ich möchte jetzt hier die Geschwindigkeit nochmal auf 3 setzen, weil ich einfach gucken will, ob ich jetzt auch sehen kann, wie lange das anhält, weil das war ja ursprünglich, glaube ich, der Text in dem Teil mit drin. Ne? Gucken wir mal ganz kurz Erkundung. Radarstation dient als Frühwarnung, überwacht das Wetter, die Ätherwellen und Übertragungen aus der entfernten Region, damit lassen sich zahlreiche Leben retten. Man weiß, dass sie kommen. Und um einige, was? Katastrophen sind schrecklich, Katastrophen, von denen nicht einmal weiß. Ja. Also bis jetzt, ich weiß nicht, ob man dadurch jetzt manche Katastrophen überhaupt erst mitbekommt. Wir hatten noch gar keine Katastrophe, vor der wir nicht gewarnt wurden. Dieser eine Tag mehr macht das Ding einfach worthless. Absolut worthless. Nein, ich lasse jetzt hier niemanden rein. Wir sind voll. Obwohl wir jetzt inzwischen schon wieder saumäßig Nahrung haben, wir sind voll, Freunde. Ist halt so. Kann ich auch nichts dafür. Kann auch gut sein, dass sie eventuell ein Nahrungsproblem hatten, weil nicht mehr gelagert werden konnte, eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse mal kurz warten. Ja, jetzt sind sie alle wieder am Start. Nee, doch nicht. Das ist die so nach und nach heilen, ne? Boah, das ist schon nervig, ey. Du bist wieder dran. Nee, ich lasse dich jetzt nicht mehr loslaufen, hab ich keinen Bock mehr. Jemand schritt auf die Seite. Geht hier die einfach wegboxen. Tot. Erledigt. Wow. 7. Unterhaltung. Ja, nee, ist klar. Nee, ich habe keinen Bock mehr, ohne Witz. Ich mache das da draußen nicht mehr. Macht gerade eben keinen Sinn mehr. Ist auch einfach nur Zeitverschwendung. Wir genießen jetzt einfach hier zum Abschluss nochmal ganz, ganz kurz mal unsere Gewusle. Ne? Wir haben genügend Wasser, wir haben genügend Nahrung. Klar, jetzt werden unsere Felder gleich verdorren und so weiter und so fort. Aber wir haben eigentlich schon wieder genügend Nahrung. Bauen ja gerade eben saumäßig Nahrung ab. Ich denke, die Situation ist im Griff. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt. Das ist jedes Mal der Fall. Man muss einfach Nein sagen. Die Dingens sind weitgehend vorhersehbar, die kleinen Events. Das Spiel hat Potenzial, aber es muss noch einiges dran getan werden. Wir werden uns mal in ein paar Monaten vielleicht mal wieder damit beschäftigen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bin natürlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mir gerne eure momentan abschließende Vorerstmeinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder, vielleicht in der Zukunft hier bei Surviving the Aftermath, vielleicht aber auch einfach bei einem anderen Let's Play. In dem Sinne, schöne Zeit, bis bald hoffentlich. Tschüss und Ade.